So. Jetzt ist was. Und wo ist etwas? So entsteht und wächst eine Stadt. Ich habe den Rest nicht gesehen. Egal. Die Zuschauer, ich habe langsam gemacht, da konnten die lesen. So, aber den solltest du mal labern. Willkommen im Ozeanmuseum. Der Eintritt kostet $50. Hast du Interesse? Viel Vergnügen. Interesse. So. Mit allen mal. Einer von denen hat ein. Oh, das sind alles Feinde, ist schön. Was machst du hier? Ich bin in der Meinung, du hast mich am Boden gestampft. Erinnerst du dich? Hier ist für dich, vergeben und vergessen. Ha! Oh. Wir haben eine ATM erhalten. Vergeben und vergessen? Haha, wie er sich aus dem Mysterium ziehen will. Ich wollte als Ausgleich etwas mitgehen lassen, aber warte, du bekommst deine Belohnung auch noch. Fail. Okay. Ich hatte keine 50 Dollar, da habe ich Ewigkeiten gebraucht, in der Rezeption vorbeizukommen. Was der Evil. Er hat wahrscheinlich schon am Tresen durchgeschlichen. Wahrscheinlich müssen wir hier... Ja, wenn du Brick suchst, der bin ich. Ah, das müssen die Stücke sein, die ich bei Mr. Trum von Devon bestellt habe. Dankeschön, das ist großartig. Nun können wir unsere Expedition vorbereiten. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh nein, die wollen Stress. Wartet, das ist doch viel zu schwer für euch. Wir nehmen es an uns, Captain Brick. Was, wer seid ihr? Wir sind Team Magma. Unser Boss will diese Dinge haben, also hört auf zu labern und lasst die Teile rüberwachsen. Ja. Team Magma Rüpel. Come on. Ah, das ist ein Feuer-Pokémon. Sollst du Winkel holen? Mhm. Glut, oh ja. Meine Federn, sie verbrennen. Ah, Hühnchen am Spieß, ah. Ja. Und tschüss. Bam. Und schönes Ende. Ach, das war's schon. Ja. Da ist halt noch ein Zwoller gewesen. Oh mein, was für ein Desaster. Der Boss wird verdammt wütend sein. Pardu, Waschlappen, ich werde das Ding schon schaukeln. Wenn du erfolgreich bist wie dein Kumpel gerade, dann bezweifle ich das. Boah, der will sein Ding schaukeln. Oh, ist der pervers. Ja, das ist zwar durch schon stimmt. Versuch's erstmal. Aber hier in der Stadt scheint es keine Arena zu geben, wenn ich es richtig sehe. Wir müssen aber aufpassen, wenn wir in deren Basis irgendwann sind, dass wir uns den, diesen Epic-Ball da holen, diesen Meisterball. Ja. Ja. Ich weiß auch genau, wo der ist. Weil, das war bei mir so, deswegen muss ich Graudon mit dem Nestball fangen, weil ich vergessen hatte, den Ball zu holen. Na gut, ich hatte den damals auch nur mit dem Hyperball gefangen. Mann, ich glaube, das wird hier so gerade nix. Nein, irgendwie ist das super zu allmächtig. Ach. Ein Winkel hole ich gleich. Winkel. Warte, ich muss was essen. Sie ist jetzt aber nicht mehr verwirrt. Schaff ich noch. Wann entwickelt sich eigentlich Zickzacks? Weiß nicht, es hat ja nur eine Entwicklung und so eine zweite Form. Und das, ich denke mal, auch so Level 20, 30 oder so. Dann wird es gemacht dauern. Ich nehme jetzt mal meinen Winkel. Mein Zigzags hat genug gekämpft. Kamaup. Oh ja, gut. Ich wusste nicht mehr, dass ein Kamaup kommt. Ich passe wie immer nicht auf. Ja, Winkel macht das schon. Winkel macht alles. Außer Windeln wechseln. Was? Ich habe verloren. Fufil gewinnt. 280 Pokédollar. Und nun, wenn wir diese Stücke nicht bekommen, können wir uns auf etwas gefasst machen. Arg, ich hatte nicht damit gerechnet, dass ein nervendes Kind meine Nerven nervt. Wortspiel. Oh mein Gott, da kommt Epic höchstpersönlich. Ich bin gekommen, um zu sehen, warum ihr so lange braucht. Und was sehe ich? Ihr Idioten, lasst euch von einem kleinen Kind die Suppe versalzen.
bin Mark von Team Magma. Himmel nochmal, warum mischst du dich in die Pläne von Team Magma ein? Pokémon Menschen, alle lebt. Es lebt an Land. Deshalb versucht Team Magma, die Landmassen der Welt zu vergrößern. Meinst du nicht auch, dass wir wirklich etwas Großartiges vorhaben? Die auch. Nun, wie auch immer, du bist noch sehr jung. Da kannst du unseren noblen Idealen noch nicht verstehen. Ideale. Das langsam, mit dem Lesen ist das irgendwann nicht mehr so. Da kann man nichts machen. Aber solltest du uns noch einmal in die Quere kommen, werden wir keine Rücksicht nehmen. Das solltest du nicht vergessen. Leb wohl. Ich glaube, ich stehe jetzt mal ein bisschen für dich. Ja. Du bist Fufel. Woher kennst du mich? Oh, das war eine kritische Situation. Danke, dass du uns gerettet hast. Oh, fast hätte ich es vergessen, dass du uns die Teile von Devon gebracht hast. Fufel übergibt Devon Wahl. Hoppla, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wir müssen so schnell wie möglich zur Expedition zum Meeresgrund aufbrechen. Danke und entschuldige mich nun. Wing. Ja, so. Schon du mal ein bisschen deine Stimme, ich schieße erstmal ein bisschen. Ja, ich laufe erstmal gegen die Tür. Jo, du bist schon kaputt. So, jetzt müssen wir hoch, ne? Zur Werft. Ja, Pokémon Center, Pokémon. Ja. Jo, Team Magma ist weg, das heißt, wir können uns jetzt nach Norden begeben. Meinst du nicht, wir sollen in die Werft? Nö, das hilft uns ja nichts. Aber eigentlich müssen wir doch in Team Magmas Untergrund-Scheiße, ne? Ja, das kommt ganz am Ende. Erst am Ende? Okay. Wie war's? Mussten wir nicht erstmal wieder zurück wegen den Devon, also dass wir sagen, dass wir die abgeliefert haben? Nee, ne? Ne, müssen wir nicht. Steht da jetzt was? Nö. Nein. So, also, wir gehen hoch. Radweg können wir uns sparen. Der Weg ist frei. Hoppla, da ist ja eine Frau, die uns mit uns kämpfen will. Oh, na gut, man kann die Diamond Corporation wieder zurück und eine Belohnung abholen, ja. Plotte! Wollen wir gleich mal erstmal zurückfahren? Oh, du musst auf jeden Fall zurück zur Diamond Corporation. Du bekommst nämlich den EP-Teiler. Gut. Was soll ich einsetzen? Achso, das ist ein Elektro-Pokémon. Was wäre da dagegen gut? Ja, eigentlich Fels-Pokémon. Ach, versuchen wir es mit einer Heule. Ja, du kannst einen normalen Attacken, klar, das ist normal. Ja. Vielleicht Wingel oder Raptane? Hol mal Raptane, den hast du schon ein bisschen vernachlässigt. Ja, der wird sonst traurig und ritzt sich. Na gut, also von der Story her technisch müssen wir jetzt auf Route 110, das ist die nördliche, wo man jetzt der Fahrt wegen Eis war. Aber wie gesagt, kannst du natürlich auch zu Devon Corporation den EP-Teiler rumgehen, wäre vielleicht ganz nützlich. Ja, den holen wir uns den. Weil den können wir das drei Pokémon gleichzeitig leveln. Naja, nicht ganz, die halten dann die EP werden dann aufgeteilt. Ja. Du musst dann zum Beispiel mit Raptor kannst du dann irgendwas Starkes töten und kannst dann mit schwachen Pokémon nachziehen. Ja. Oh. Ja, stirb. Homo. Ja, 15. Cool. Minun. Ja, nein. Warte. Zählt Songklänge eigentlich nur bei einem Pokémon, das heißt, hätte ich jetzt bei Plusle die ganze Zeit Songklänge gemacht und jetzt kommt Minun, wird er nochmal von neu anfangen, von der Stärke her, oder? Ich glaube, das fängt nochmal neu an. Achso, sonst wäre er geil. Kommt Minun und bäm, ja, weg. Ist ja die abartigste Attacke im ganzen Spiel. Ja. Kann man das ganze Spiel quasi mit der Attacke beenden. Ruckzuck-Keep-Contest. Ja. Soll ich vielleicht der Pokémon jetzt mal... Ah, Touch-Lich. So.
Jo, geh erstmal zu deinem Koch zurück jetzt. Ja, erstmal muss ich einen kleinen Teller wegstellen. Auf einen anderen Teller. Sieht ja immer schon. Immer am Essen. Oh, Level 20. Das sieht ja auch immer aus bei mir jetzt. Noch 16 Level, bis es zu Gewaltrum wird. Cool. So. Guck mal, meine Befürchtung wurde nicht wahr, dass wir um 19 Uhr schon derbe angenervt sind. Nur genervt sind wir noch nicht, aber deine Grammatik lässt nach. Ja. Ja, das ist durchaus möglich. Okay, latschen wir wieder ganz zurück. Zum Glück habe ich Übung mit Vorlesen. Ja, Vorlesen ist bei mir nicht so meine Stärke, deswegen, wenn ich neuen Part Park bei Rollercoaster mache, dann ist das auch immer so. Dann muss ist dann immer so ein Einführungstext für den Park. Und den muss ich auch immer vorlesen und das hasse ich. Ich konnte vorlesen noch nie gut. Ich muss bei jedem Secret of Mana Part vorlesen. Das ist gerade wenig. So, jetzt nochmal einen alten Opa und. Hallo Opa! Ja, jetzt müssen wir ganz wieder durch den Wald, ne? Ja, kommst du denn eh nur Kack-Pokémon? Ja, ich drücke aber auf Flucht. Das ist mir zu doof. Ich will nur schnell einen EP-Teil aufnehmen. Du musst nicht deine Übermacht demonstrieren auf diese kleinen Biester. Nee. Nachher trauen die sich gar nicht mehr, nie wieder jemanden anzugreifen. Ich hätte mich nicht da unten am Strand raus. Total verstört im Wald rumrennen. Ja. Stell dir vor, läuft schon ein kleines Zickzack die ganze Zeit gegen einen Baum. Weil alle total verstört sind. Also ein Trauma von einem Reptile haben. Ich gehe den kürzesten Weg. Also. Hä? Möglichst nicht durch das Gras. Ja, kurz. Nein! Sie haben oh nein, mich! Greif dich an! Ach, warum? Wow. Männlich? So eine Scheiße aber auch. Und warum fällt uns immer derselbe Mist ein? Na, weil in dem Wald nur derselbe Mist rumläuft. Ja, und kommen immer dieselben Worte in den Sinn. Die verfolgen uns mit ihren Blicken. So. Und weiter geht's in die Corporation. Genau. EP-Teller abholen. Der ist so geil. Ja. Ja klar, dann bekommt das normale Pokémon auch weniger, aber dafür bekommt das andere mehr. Ja, also bin ich in Perl früher immer durch die Top 4 gegangen und habe meine anderen Pokémon gelevelt. Ja. Aber das seit bei Platin. Bei Platin. Ja, bei Platin geht das nicht. Weil. P-Teiler, weil da soll die Top 4 immer stärker werden, wie oft du da durchgehst. Also beim zweiten Mal sind sie stärker, beim dritten Mal und so weiter. Aha. Ja, jeder weiß, was ein P-Teiler ist. Platin hast du noch nicht gespielt, oder? Ach, Maus. Also, Pokémon gibt es denn? Dein Schwabini vielleicht mal? Ja, wir gucken mal. Schwabini ist auf Level 7. Gehen aber Abra könntest du hochziehen, damit er Psycho-Attacken lernt. Ist ja praktischer. Okay. Abra kann sich nicht verteidigen. Ja und? Ist das mein Problem? Ich glaube, ich hatte es damals zerdümpelt. Ich hatte den EP-Teil in Pokémon gegeben, der sich später aus Versehen freigelassen hat. Ja, das ist natürlich negativ. Ja. So, jetzt dürfen wir ganz wieder dahin latschen. Jetzt darfst du wieder zurück nach Cravit. Ja, schade, dass ich jetzt nicht meine Vorspultaste habe. Ja, müsstest du einen Zeitraffer ins Video einfügen. Nö, kein Bock. Also schnell vorspulen dazu und irgendeine dumme Musik abspielen. Tetris-Musik.